Genau, die Essensdinger habe ich ja. Im Grunde passt das, ne? Das ist nicht allzu weit weg. Das ist nicht allzu weit weg. Überleg, überleg. Ich könnte das Ganze, drei Titan, vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Was war's? Drei Stück. Drei, vier, fünf, sechs. Und dann brauche ich vier Stück dafür nochmal. Perfekt. So, hier ist Labor, hier ist Anbau. Ist die Frage, mache ich das dann direkt hier daneben noch oder dass ich nur hier die Fenster habe? Oder mache ich hier weiter? Ja gut, ich wollte ja einen Weg eh noch da vorne bauen, ne? Kann man natürlich machen, oder? Mal machen wir das. Wie machen wir das? Wie viel Eisen habe ich noch? Eins. Toll, das bringt mich sehr weit. Bin wieder viel zu verrückt, was das Abbauen angeht, ne? Na, das vergessen, Steuerung zu drücken. Ach so, kann ich nicht bauen. Titan und Silizium. Und dann könnte ich aber hier in dem Bereich auch noch so Kapseln bauen, ne? Dann könnte ich hier, dann lassen wir nämlich das Biolabor hier, ganz klar. Und wir machen hier dann Anzucht. Anzucht mit eigenem Lager für die Spitzkohl untereinander. Machen wir hier die Lagerschränke hin. Warte mal, ich muss dich hier vorschieben. Genau, und da hinten mache ich die ganzen Anzuchtteile hin. Und dann überlege ich mir, was ich da mache. Dann mache ich da nämlich was anderes rein. So. Achso, ich muss das ja immer. Dich kann ich nicht, dich kann ich, dich kann ich. So. Und dann baue ich nämlich gleich dementsprechend. Ja, okay, fällt mir natürlich raus, das Zeug, ist klar. Hole ich gleich. Im Normalfall sollte es nicht verschwinden. So, wo seid ihr Dinger denn? Hier, Nahrungszüchter. Ich denke hier wirklich nur Schränke. Und ab hier machen wir dann die Nahrungszüchter. Gibt es da dann später noch größere Nahrungszüchter? Oder sind es immer nur diese Teile da? Euch kann ich doch ineinander rutschen, ne? So ein kleines bisschen. Den kommt dann auch gleich weg, dieser Heizkörper.
Gegner kommt. Sondern wenn ich einen Millimeter weit schieben will, ne? Dann brauche ich immer Ewigkeiten für diesen Millimeter. Na komm. Oh, kannst du aber gleich noch den nächsten? Das ist nur die Frage, was könnte ich denn dann da hinten reinbauen? So, habe ich alles? Ich habe alles. Wir gehen mal nach vorne und holen die Samen. So, die können wir gleich raustun. So, auf jeden Fall noch eine Aubergine, zwei Kürbis, zweimal. Ich denke, dass ich alles brauchen werde, ne? Auberginen, Kürbis, Pilze und dann war noch irgendwas. Wasser. Oh, warte mal, hol das Wasser wieder von da hinten. Lass mich durch. Halt, und ich wollte eine Tür reinmachen, ne? Titan, Silizium. Eisen, Kobalt. Irgendwie habe ich es für mich falsch sortiert. Ich weiß nicht. So, jetzt. Ganz da hinten nehme ich noch eine Tür rein. Vielleicht hier rein, nicht ganz hinten. Oder machen wir da noch Scheiben? Ich denke, dass das... Ja, es passt ja hier eigentlich auch. Da dann zwei Scheiben rein und dann hier die ganzen Essensdingsies da herstellen. So, Aubergine. Aubergine. Kürbis. Kürbis. Wo ist der zweite? Habe ich keinen zweiten Kürbis? Doch, da. Kürbis, Kürbis. Und dann kommt hier Pilz. Und mir fehlt ein Eisen. Warte mal. Ich nehme mal das so viel raus wie Geld. Erst einmal von jedem zwei, das ist ja schon mal gut, ne? So. Kann ich da noch mehr bauen gleich? Ich werde sowieso das Ganze dann ein bisschen umstrukturieren, denke ich. Dass ich dann auf einer Seite immer nur eine bestimmte Sorte habe. 2, 4, 6, 8, 9 Stück gehen dahin. Kann ich hier direkt gegenüber nochmal welche herbauen. Und auf der anderen Seite dann eben auch zwei Reihen. Ich glaube, das ist doch ganz gut, ne? So. Biolabor. Schwefel-Iridium für das Schwarzpulver. Schwarzpulver habe ich gebraucht jetzt für... Was war denn das Schwarzpulver nochmal? Ach, hier. Zum einen der Schredder. Und das da war es noch. Der Kernreaktor. Da bräuchte ich allerdings drei von den Stäben, ne? Ich aber nicht so viel.
Okay. Was bauen wir als nächstes, ist jetzt die Frage. Ich denke mal, mit dem Strom werde ich noch ein bisschen hinkommen. Da muss ich jetzt nicht sofort nochmal was bauen. 953, naja, obwohl 155 nur noch verfügbar ist, natürlich wenig, ne? Ich könnte dann noch mal kleine, kann ich auch nicht bauen, weil da müsste ich die Superlegierungen machen. Superlegierung brauche ich im Grunde von allem etwas, ne? Kobalteisen, Magnesium, Silizium, Titan. Kürbis essen wir mal gleich. Euch tue ich rüber. Pulsarquarz weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo ich das hinbrauche. Ja, wir könnten noch mal die Sachen hier verräumen. Iridium, Schwefel. Okay, warte mal. Wir haben Eisen. Wir haben Titan, Magnesium, Silizium, Kobalt. Und was fehlt jetzt noch? Alu habe ich ja nicht mehr. Dass ich mir das immer nicht merken kann, ne? Oh, schön. MTI. Ich muss auch mal wieder laufen lassen, das Spiel über Nacht. Ja, so mag ich das. Überwiegend Alu drin. Ja, nur noch zwei Wasser. Tun wir auch nach oben, ne? Natürlich. Passt schon. Das ist gut. Dann haben wir jetzt aktuell 1040 und 242 verfügbar. So, jetzt lasst mal überlegen, wo ich noch nicht war, in welchem Frack. Da gibt es noch einige, ne? Also hier haben wir ja eigentlich alles. War hier hinten nicht noch was? Ich glaube. Hier dahinter war nichts weiter, ne? In die Richtung muss irgendwie das Rad sein, also dieses große Ding sie. Ich baue jetzt nochmal hier kurz weiter. Ich werde zwar nicht bis da vorne hinkommen, aber das ist mir egal. Irgendwann schaffe ich das schon. Was für ein Ding gedrückt? Kommen. Okay, das war's. Kein Eisen mehr. Eisen und Magnesium. Das wäre nämlich auch immer interessant, hier mit Lampen zu arbeiten. Das habe ich nämlich auch noch nicht. Falsche Richtung. Ich verlaufe mich im eigenen Haus, ne? Was habe ich gesagt? Magnesium, ne? Ja. Kobalt, Kobalt, Magnesium. 4. Ja, komm, dann reicht's ja.
Können wir zumindest nochmal 4 Lampen hinmachen. Die hatte ich schon mal gebaut, aber es ist. Das war in der. In diesem Ding hier, in diesem Labyrinth habe ich die mal hingebaut. Mache ich sie hier so dazwischen? Da noch eine her. Ja. Und ich fördere dann daher. Passt. Kunststoff, Stoff, Iridiumstäbe. Wo machen wir denn weiter? In meinem Grunde ist alles wichtig, das Blöde, ne? Biomasse sollte ich wesentlich mehr aufbauen. Vielleicht, dass wir nochmal so einen Eigengenerator machen. Ich tue den mal nach da hinten bringen. Mal ganz kurz da reinschmeißen. Das wird ja auch noch eine Zeit lang dauern, bis die wachsen. Ich habe da noch nie drauf geschaut, wie lange die eigentlich brauchen. Wachstumsgeschwindigkeit ist 0,6. Kann man das irgendwie erhöhen? Ich glaube nicht, ne? Erhöhen kann man das nicht. Okay. Algen. Dann schauen wir mal. Die da müsste man machen können, wenn ich einen Dünger habe. Und den Dünger brauche ich. Oh Gott. Da brauche ich die Algen und den Schwefel. Okay, wir kümmern uns darum, dass wir mehr Zeug anbauen. Weil das wird wahrscheinlich dringlich werden dann. Pflanze Samen. Da habe ich nur noch eine, das heißt 4 Stück haben wir da. Das heißt 4-mal Alu haben wir genug. 4-mal Eisen und 4-mal Wasserflasche. Aber Eisen habe ich keins mehr, ne? Ja. Holen wir schnell. In den Extrahieren sind mit Sicherheit viel Eisen drin. Ein Eisen raus. Kann man eigentlich später auch mal angeln? Weil wenn es dann Fische gibt und so, wäre sowas natürlich auch interessant, ne, als Nahrungsquelle. Echt jetzt? Da geht keiner mehr hin. Tür halt auf. Du bringst mir jetzt alles durcheinander. Ist egal. Ich denke, das taucht schon, oder? So. Eins. Mal, dass ich da ein bisschen weiter rüberkomme. Und steht zwar ein bisschen weiter weg von der Wand, aber das ist egal, ne? Komm jetzt!
Können wir eh Fenster hinmachen, würde ich sagen. Na komm. Fehlt eine Flasche Wasser. Vielleicht kam schon noch mal eine raus. Yes, danke. Yes, jetzt habe ich halt keine Samen einstecken, ne? Doch, die Aubergine. Ah, warte mal, wir könnten das gleich so machen. Ist jetzt blöd zwar, dass ich es wieder rausschmeiße, aber ich kann dann hier gleich anfangen, dass ich hier drüben nur die Auberginen habe. Hört mal schon mal das erste. Seid ihr schon fertig? Ne, ihr seid bei 76% Wachstum. Naja gut, aber die kommen dann auch noch rüber. Ja, dann können wir hier zum Beispiel nur Kohl machen oder Kürbis. Und in der Mitte dann Pilze. So, ich habe total vergessen, mir einen Kaffee zu machen vorhin. War wieder alles sehr hektisch, kurz bevor ich hier live bin. Okay, wir können dann hier gleich noch Schränke herstellen. Okay. Sorry, aber du musst jetzt mal weg. Halt, da müssen wir hin. Draußen kann man die ja nicht hinstellen, ne? Die Heizungen. Erst die ganz großen. Ne, geht nicht. Und pickepacke ich dich jetzt erst einfach mal daher. Dann passt es schon. So. Ich würde ja gerne noch so ein Eigending machen. Wäre eigentlich auch kein Problem, wenn die zwei Auberginen da hinten fertig werden. Dann könnten wir nochmal zwei Eigenteile hinbauen. Dafür brauchen wir zweimal Kunststoff, zwei Wasserflaschen, zweimal Magnesium. Also Flaschen müsste ich vorne drin haben, dann kann ich eh gleich einmal was trinken jetzt. Einmal trinken, zweimal nehmen. Und Superlegierungen. Die Superlegierungen muss ich halt jetzt auch wieder herstellen, aber da fehlt mir jetzt wieder Alu, ne? Irgendwas fehlt immer. Okay. Bin mir nicht sicher, ob ich hier noch was finde. Warte mal, wo rennst du hin? Gehen wir mal noch hier in die... Schauen wir hier mal noch rum, weil es kann durchaus sein, dass ich hier noch ein oder zwei finde von diesen Kugeln. Einmal. Da drüben habe ich auch eine liegen, aber da komme ich nicht so leicht hin. Schade, dass die nicht nachwachsen hier. Hui. Ja, gut. Zweimal. Schauen wir mal noch weiter. Vielleicht finde ich sogar noch welche. Glück gehabt, hä? So, da ist aber nichts. Nein? Okay. Und beim Schiff drüben, da haben wir, glaube ich, alles leer gemacht, ne? Da steht noch eine Kiste, sehe ich. Habe ich noch nicht alles raus.
Ups, was war jetzt das? Sind das jetzt Meteoriten oder ist das einfach nur wieder... Ja. Da ist nichts weiter. Die kann ich noch nicht zerlegen, ne? Cool, muss ich nochmal her. Das habe ich schon leer gemacht. Oh, jetzt ist da auch eine Superlegierung, dann warte mal. Das nochmal rein. Die Stoffe tun wir nochmal rein. Die kann ich jetzt eh nicht brauchen. Was da. Ja, aber Superlegierung fällt jetzt doch da nicht. Das hat auch eine andere Farbe, glaube ich. Wachsen die doch nach oder habe ich die übersehen? Ja.